Meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Steven hinter der Kamera. Wir haben uns wieder was richtig Kreatives einfallen lassen. Und zwar gibt es ja zu jedem Land gewisse Stereotypen. Ich mach mal ein Beispiel. Wer ist schwarz, riecht nach Weed, liebt Chicken Wings und isst gelegentlich auch Wassermelone? Wings, Steven! Die Rede ist von Steven, ganz genau. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert dieses Video. Wir haben jetzt hier in diesem Glücksrad so viele Nationen aufgeschrieben und jede Nation hat hier irgendein Gericht, womit man das verbindet. Sagen wir mal Italien, Pasta, Türkei, Döner oder Kebab oder was auch immer. Und deswegen würde ich sagen, wir starten die Bildschirmaufnahme. 3, 2, 1, go! Und drehen und gucken, was als erstes Land rauskommt. Ich hätte so Bock auf Schweden wegen Ikea. Hast du schon gedreht? Ja. Zeig. Italien. Pizza! Deswegen würde ich sagen, wir gehen los und holen Pizza. Viel Spaß. Freunde, wir sind jetzt hier bei Spaccafono. Richtig geil. Wenn wir Pizza essen, dann essen wir auf jeden Fall neapolitanisch. Ich habe mich hier für Thunfisch entschieden. Oh mein Gott, ich hab so Hunger, ich hab so Lust auf diese Pizza. Erstmal muss ich meinen Belag einsammeln. Oh, der Käse ist so Käse. Der ist so Käse, Mann. Ich will zu heiß sein, aber ich muss trotzdem essen, weil ich zu gierig bin. Oh. Oh. Ich sag euch, diese Pizza ist es einfach, Freunde. Und während wir hier diese geile Pizza genießen, mit diesem fluffigen Rand, werde ich jetzt auf jeden Fall schon mal das nächste Land drehen, weil ich habe so Hunger, dass mir diese Pizza auf jeden Fall nicht reichen wird. Und es geht nach... Mal gucken. Ghana. So, Freunde, und da haben wir schon richtig geiles, ghanaisches Essen am Start, Freunde. Schaut mal, wie geil sieht das aus. Zusammen mit etwas scharfer Soße und Hähnchen. Sehr, sehr geil. Es ist eine Sache, die klingt so simpel, Reis mit Hähnchen, aber ich kann sie nicht selber kochen. Und es schmeckt auch nicht so gut wie entweder, wenn ich es von Mama hole oder von Papa oder... Wenn es halt bestellt ist, ne? Weil wenn ich selber mache, glaube ich, dafür reichen meine Kochskills leider absolut nicht aus. Und hier als Beilage noch Kochbananen. Die schmecken komplett anders als die Bananen, die wir aus Deutschland kennen. Die haben so einen richtig geilen, süßen Geschmack, die sind frittiert. Mh, komm richtig gut mit dem Reis. So geil, das zu essen. Ich liebe es. Für mich ein Highlight, habe ich auch extrem lange nicht gegessen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Freunde. Deswegen nehmen wir uns hier schön Reis und rein. Mh, köstlich. Mit dem Hähnchen hier, so geil. Schreibt mal an dieser Stelle in die Kommentare, Freunde, habt ihr schon mal Jollof gegessen? Wenn ja, wo? Wenn ihr jetzt nicht irgendwie zufällig aus Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria oder irgendwas kommt. Wenn man das gegessen hat, dann weiß man erst, wie viel mit Reis und Hähnchen möglich ist. Es ist so eine geile Geschmacksexplosion. Ich glaube, ich habe das auch schon mal mit Julian gegessen in Köln. Da haben wir nämlich eine Foodtour für ihn gedreht und da war... Aber da hatte ich eine Lebensmittelvergiftung und da habe ich auf jeden Fall sowas von heftig in den Mülleimer gekotzt. Das weiß ich noch, das war so geil. Wirklich, ich könnte davon 10 Kilo wegkommen. Es ist so geil, vor allem die Kombination aus allem. So ein richtig kräftiger Umami-Geschmack. Die Süße durch die Bananen. Dann haben wir noch Schärfe durch die scharfe Soße hier. Oh, köstlich. Mmh. Immer wenn ich bestelle, muss ich das bestellt auch einfach nur aus der Verpackung essen, damit ich wirklich diesen Lieferdienst-Vibe habe. Weil wenn ich das auf einen Teller umfüllen würde, würde ich das nicht mehr so krass fühlen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt weiter. Mal gucken, welche Nation wir jetzt als nächstes bekommen. Ich hätte persönlich übertrieben Bock auf Schweden. Türkei. Ich sage ehrlich, ihr habt die letzten Tage viel türkisch gegessen. Deswegen, boah, dann gibt es eben was Türkisches. Das allerdings als Snack. So, Freunde, und was mir bei Türkisch direkt einfällt, ich habe einfach mehr Lust gehabt auf einen kleinen Snack, als jetzt wieder auf eine große Speise. Deswegen habe ich mir hier Baklava rausgelassen. Richtig geil. Bin hier gerade zufällig in Barmbek gewesen, deswegen habe ich mir hier Baklava. Mal eben so 300 Kalorien. Aber ich sage immer, für Baklava lohnt sich das. Mm. Ich sag's euch, Leute, es schmeckt so geil. Ganz am Mund klebt, es ist alles so übelst süß. Man hat so diese Pistazien. Richtig nice. Würde ich einfach sagen, wir drehen weiter unser Rad, weil wir haben noch viele geile Nationen, die noch rein müssen ins Video. Wir gehen rein. USA. Geil. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was typisch US... Was? Könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was typisch US-amerikanisch ist. Für mich ist die Sache ganz klar, denn es gibt natürlich Burger. Guck mal, ich habe mir jetzt hier so einen richtig geilen Cheeseburger rausgelassen mit Onion Ring und so einen richtig geilen Trüffeldip. Absolut wildes Ding. Wir sind jetzt hier gerade bei Burger Heroes. Wenn ich Burger essen gehe draußen, finde ich das hier ganz geil, weil die haben hier Smash Patties. Eine Sache, die in Hamburg relativ selten ist. Why? Einfach nur köstlich. Ich liebe Onion Rings. Was ich noch mehr liebe, ist ein Chili Cheeseburger. Schön Smash Patty und so einen richtig geilen Brioche-Bun. Oh mein Gott, köstlich. Mm. Genießt einfach diesen Anblick. So ein geiler Biss. Ich verbinde einfach alles damit. Burger, Pommes, XXL, fertig, ungesund. Das ist einfach USA. Werden wir jetzt genau spinnen, wohin wir als nächstes gehen. Und das Land ist Russland. Ganz wilde Nummer. Ich hab so gerotzt gerade. Alter, wie peinlich. Ganz wilde Nummer. Also, es geht nach Russland.
Und Russland würde ich direkt sagen, Pelmeni. Also müssen wir zu einem russischen Laden. So, Freunde, russisches Essen. Wir haben jetzt hier Pelmeni, Alter. Hier auf meinem Schoß habe ich es zum Mitnehmen bestellt. Das ist ein kleines, süßes Café hier mitten in Winterhude. Das ist so das, woran ich sofort als erstes denke, wenn ich an russisches Essen, an russische Küche denke. Gekochte Teigtaschen. Hier ist jetzt Rindfleisch drin. Und das ändert so ein bisschen an der Konsistenz so an Tortellini. Also es ist unheimlich gut, gerade hier so mit dem Schmand. Das Gericht sieht sehr simpel aus und es sah jetzt auch relativ wenig aus, aber glaubt mir, diese Portion reicht schon, um euch komplett satt zu machen. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich das esse, gefühlt sage ich mal, ich könnte 100 essen, aber ich esse so 5, 6, 7 Stück und dann bin ich so satt. Boah. Schaut mal, hier ist so Rindfleisch drin, dann einfach der Teig, dazu einfach Schmand, ganz, ganz einfach. Keine große Soße, kein großes und es ist wirklich ein super Gericht. Sehr, sehr lecker. An der Stelle in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Pelmeni gegessen habt. Es geht so viel bei diesem Gericht über diese Konsistenz. Das ist so lecker, es ist so geil gemacht. Also stellt euch das vor wie eine Mischung aus Tortellini und Gnocchi mit einer richtig geilen Füllung. Also Russland von heute, von den Sachen, für mich bis jetzt das Beste, weil es auch am ausgefeilsten ist. Das ist sowas, das haben wir nicht so oft auf dem Kanal. Aber Freunde, das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch einen selbstgemachten Saft bekommen. Leider habe ich nicht ganz verstanden, was da drin ist. Deswegen müssen wir es erschmecken. Dazu kommt ihr mal ganz kurz hier hin. Ich drehe mal den Saft auf. Boah, der ist auch bis oben hin gefüllt. Das liebe ich ja, ne? Muss hier vorsichtig abtrinken. Oha. Es riecht ein bisschen nach rote Beete. Nee. Es könnte so Cranberry sein. Leicht sauer, also leichte Säure. Wahrscheinlich durch Zitrone. Cranberry, Zitrone, irgendwie sowas. Falls ihr so einen russischen Saft kennt, der so rot ist, schreibt es mal in die Kommentare. Es könnte auch Sauerkirsche sein. Ich erzähle jetzt gefühlt nur alle Sachen auf, die irgendwie rot sind, ne? Und sie hat mir noch gesagt, ey, Dodo, probier unbedingt das hier. Das ist so eine Mondschnecke. Erinnert mich ein bisschen an Franzbrötchen. Sie sagt, das ist so aus so einem Quarkteig. Also nicht wie Blätterteig, wie von Franzbrötchen, sondern so aus Quark. Ist derbe saftig. Das feiere ich. Aber ich bin nicht so dieser Gebäck- und Nachspeisenfreund. Es ist gut. Man kann es auf jeden Fall essen. Aber mein persönlicher Favorit wird es nicht, da bleibe ich auf jeden Fall bei den Pelmenis. Aber ich finde, Russland hat jetzt hier schon was richtig Geiles vorgelegt. Also wirklich so, so, so heftig zu genießen. Das Einzige, was ich echt sagen muss, mit 25 Euro war das echt, echt teuer. Das ist schon teuer, Bruder. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, das ist schon teuer. So, Freunde, oh. Das hat doch mal richtig Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Schreibt mir in die Kommentare, welche Nation unbedingt rein muss. Wir haben noch so viele auf dem Glücksrad drauf. Das heißt, wenn ihr ein Part 2 wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir sehr, sehr zeitnah ein Part 2 drehen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank, ich bin raus. Ciao, ciao, haut rein.